Фашингс Умцук 2011 года в Штутгарте, столице Баден-Вюртемберга. Все ждут шествия ведьм и прочих карнавальных персонажей. И вот на тебе, впереди маргинальная оппозиция по-штутгартски, противники строительства нового Банхофа. Полиция на них нулем, поскольку хотя герб Штутгарта на их баннере весьма провокационен, да и по поводу градоначальника они на своих плакатах прошлись нелицеприятно, но вели себя при этом вполне пристойно. В противном случае полиция вмешалась бы. И вот, наконец, появилась упряжка старейшего штутгартского фашингсфарайна Gesellschaft Möbelwagen, основанного еще в 1897 году. В ней сидит обербургомистр Вольфганг Шустер вместе со своей свитой в карнавальных костюмах и швыряет по древней традиции конфетами в народ. Следом движется авто с карнавальной принцессой и принцем. И пошло-поехало. Фашингсферайны не только из Штутгарта и окрестностей, и из отдаленных уголков Баден-Вюртемберга, но были и делегации из далекого баварского Гармиша и немецкой карнавальной столицы Кёльна. Und jetzt für uns alle ein bisschen mitklatschen. Auf geht's! Jetzt kurz gleich wieder runter. Achtung! Meine Damen und Herren, schaut euch an die hübschen Garten. Ja, meine Damen und Herren, auf die Grenzstadt, drei kräftige Stephanus! Einen Narrenruf haben. Das heißt ganz einfach Blutsauger. Ich sage es mal vor. Auf den Blutsauger, drei kräftige Blut! 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 Und auch hier ein Dankeschön an die Bereitschaftsgruppe aus Zuffenhausen. Also, kommt gut wieder heim und Dankeschön für euer Mitmachen der Bereitschaftsgruppe Zuffenhausen vom Deutschen Rote Kreuz. Und auf das deutsche Rote Kreuz und die Bereitschaftsgruppe zu Hause. Hier am Schlossplatz, drei kräftige Blut! 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 Ja, Skordorf. Schloss Garde aus Kaldorf. Auf euch, liebe Mädels, ein herzliches Willkommen hier in Stuttgart. Jawohl! Und ein riesen Applaus für euer Können, den Gardemädchen aus Kaldorf. Herzliches Grüß Gott hier in Stuttgart. Ganz einfach in Hause. Drei, vier, vier,
Freunde aus Hormer, Bingen, Obache. Dankeschön für euer Mitmachen. Kommt ihr gesund heim und ich wünsche euch noch glückselige Stunden in der Fasnet. Dankeschön. Glückselige Stunden noch in der Fasnet. Na, 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 sollen wir es noch mal probieren? Auf die Hormerdinger! Jetzt hat sich's aufgehört. Prima. Jawohl, und ihr denkt ein bisschen langsam. Die Bürgerbrunner Hexe. Wir begrüßen die Bürgerbrunner Hexe. Und die haben ihren eigenen Anruf. Aber wir machen es ganz einfach nach Rie, nach oben. Das ist für alle, das kennen alle. Für die Bürgerhexe ein dreifach kräftiges. Ich war immerhin 15 Jahre fast Präsident. Heute bin ich dort gestiegen. Jetzt bin ich bloß noch Ehrenpräsident, aber. Sie haben sich wunderschön präsentiert, die Gesellschaft Blau-Weiß aus Stuttgart. Das war meine Heimat. Bremen-Paar. Auch hier ein herzlicher Applaus. Wir begrüßen ganz herzlich das Baronenpaar, das Kinderbaronenpaar hier aus der Stuttgarter Gesellschaft Zigeunerinsel. Und auch die Gesellschaft Zigeunerinsel. Dankeschön, Baronenpaar, und ich wünsche euch alle noch wunderschöne Stunden in der Fasnet und glückselige Fasnet. Dankeschön, und hier kommt der Gemeinderat und die Senatoren oder Ehrensenatoren. Mei, das hört gar nicht auf. Weg zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Und hoch die Arme. Yeah, Beifall! Und auf die Simmerer Hexe. Drei kräftige. Nahi! Nahi! Das sieht man nur ganz selten, und zwar Weißnarren. Weißnarren, schaut euch auf, dass nichts passiert. Ein Stück drauf. Und yeah! Bravo! Wir haben einen aus Tullinger. Herzliches Dankeschön. Hecke, Berles, Goy aus Ostensheim. Hervorragend, Narrenfreunde. Nein! Und es ist keine kleine Gruppe. Auch bei euch ein Dankeschön für euer Kommen. Und ich wünsche euch doch eine glückseitige Paste. Die letzten Stunden. Und auf unsere Hecke-Berle. Die Narrenfreunde Hecke, Berles, Goy aus Ostensheim. Drei kräftige Mai! Das Festkomitee ist überall dabei und sie sind niedergelassen in Stuttgart-Feuerbach.
auch hier den Flussgucker ein Dankeschön für das Spiel, dass wir heute mitmachen. Dankeschön den Flussgucker aus Stuttgart. Dankeschön. Und jetzt noch mal bis dann Applaus für die Rosenmontag. Herzliches Willkommen in der Gesellschaft Rosenmontag. Und wir haben hier einen Narrenhof. Ho! 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 Ist da die Rosenprinzessin drin? Und wahrscheinlich auch der Präsident, oder? Der Präsident auch da drin. Gesellschaft Rosenmontag, drei Kräftige. Ho! Ho! Dankeschön und kommt gut heim. Die Rheinischen, und ich freue mich, dass ihr da seid. Und auch die Rheinischen, Dreikräftige. Machen wir es. Könne! 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 Ja, die Reichsmächte. Und jedes Jahr sind sie da. Ich bin in den Ortsgeräusern, nach mir für die Sonne. La 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 la. Fällt ihr auf Hexe für mich ganz einfach. Leninger! Hexe! Leninger! Hexe! Es klappt doch! Leninger! Hexe! Leninger! Hexe! Dankeschön und kommen wir wieder gut heim. Wir sind auf Grenze! Grenze! Präsident Elferat, die Werdemädchen, wo ist das Männerballett? Da kommt das Männerballett, meine Damen! Meine Damen, schauen Sie mal diese Herren hier hinten bei mir an, da unten. Wunderschön im Gardekostüm. Und jetzt machen die hier. Achtung, aufpassen! Meine Kannibale aus Vöhrl. Dankeschön auch für den Kannibale fürs Mitmachen. Dankeschön. Und kommen wir gut wieder. Und nun kommen Sie, die Hochdorfer Fleckerfetzer. Больше часа длилось это зрелище, которое мне напомнило почему-то первомайские демонстрации советских времен. Только на те мероприятия собирали принудительно, а тут все добровольно. Мало того, костюмы изготовляют в основном за свои деньги, и за право быть в ферайнах платят. Причем немалые членские взносы, в некоторых ферайнах до 120 евро в год. Конечно, для малоимущих и студентов существуют скидки. Конечно, помогают и спонсоры, особенно если Фахшингсферайн имеет статус общественно полезной некоммерческой организации и имеет право выдавать фирмам и частным лицам справки о пожертвованиях. Эти суммы можно потом списать с налогов. Так что тут не так все просто. И хорошо, что государство таким вот образом поддерживает многовековые традиции своих граждан. Сегодня штутгартцы гуляют и празднуют, а завтра все, Ашенмитвох, начинается пасхальный пост. В этом году католическая и православная Пасхи празднуются с разрывом в неделю. Карнавал,